Guten Tag. Einfach erklärt. Mischen, Mastern, Stems. Diese drei Dinge werden nach wie vor durcheinander gebracht. Also es scheint dort Handlungsbedarf zu geben. Deswegen mache ich auch nochmal ein Video dazu und schlage vor, ihr speichert euch das einfach mal ab. Ich bekomme regelmäßig Kundenanfragen, ob ich mal etwas mastern kann. Je nachdem, wo die Anfrage herkommt, hake ich nach, ob denn auch wirklich das Mastern oder nicht gar das Mischen gemeint ist. Deshalb fangen wir beim Mischen an. Was ist Mischen? Mischen ist das Vermengen einzelner Instrumente und Instrumentengruppen. Ich zeige euch das mal anhand eines Beispiels. Nehmen wir das Schlagzeug. Das besteht in diesem Fall aus einer Bassdrum, also einer Kickdrum, einer Snare, Hi-Hat, Toms, Overheads und Raummikrofonen. Das ganze Schlagzeug klingt insgesamt so. Dazu noch ein bisschen Hall auf der Snare, was auch zum Mischen gehört. Dann gibt es eine Bassgitarre. Keyboards bestehend aus Klavier. Und eine Orgel. Klavier und Orgel zusammen. Dann gibt es drei Gitarren, eine links, eine rechts, eine in der Mitte. Zuerst links. Rechts. Mitte. Ich zeige euch das jetzt wirklich ganz rudimentär. Also die einzelnen Elemente, die ihr gerade gehört habt, also auch die Keyboards und die Gitarren, sind einzeln selbstverständlich auch nochmal ein bisschen bearbeitet. Aber beim Mischen geht es darum, einzelne Instrumenten und Instrumentengruppen miteinander zu verzahnen, also zu vermischen. Und das zeige ich euch jetzt. Schlagzeug besteht aus den ganzen Einzelteilen hier auf zwei Kanälen. Dazu die Bassgitarre. Dazu die Keyboards. Dazu die Gitarren. Und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel sagen, ich möchte Schlagzeug lauter oder aus oder leiser. Dazu kommen noch Gesänge, der Song ist aber noch nicht veröffentlicht, deswegen lasse ich die noch weg. Das ist Mischen. Mastern hingegen ist die Bearbeitung der fertigen Musik. Also der fertige Song, wie zum Beispiel das. Und warum wird überhaupt gemastert? Damit beispielsweise auf einem Album alle Titel gleich laut sind oder einzelne Titel medienkompatibel zu anderen sind. Also wenn ihr auf irgendwelchen Samplern landet oder auf Spotify-Playlisten oder ähnliches. Und was sind jetzt Stems? Stems sind Instrumentengruppen, also das gesamte Schlagzeug, der Bass, alle Gitarren, alle Keyboards, alle Gesänge, also Hauptgesänge und im Idealfall auch nochmal die Backing-Gesänge separat. Und warum macht man sowas? Warum braucht man Stems? Damit man zum Beispiel einen Remix machen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Mischen ist das Vermengen, also das Verzahnen der einzelnen Instrumente, der einzelnen Instrumentengruppen miteinander. Mastern ist die Bearbeitung der gesamtfertigen Musik, also einer Stereospur. Und Stems sind einzelne Instrumentengruppen, die beispielsweise einem Remixer zur Verfügung gestellt werden. Ich hoffe, diese Aufklärung hat für Klarheit gesorgt und verbleibe mit den Worten, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao.